Mit dem Solero E8 bietet Pegasus ein Modell an, das bereits ab unter 2000 Euro zur Verfügung ist. Für diesen sehr attraktiven Preis bekommt man bereits einiges geboten. So wird in diesem Rad der Bosch Active Plus Motor mit satten 50 Newtonmeter Drehmoment verbaut. Die Kraft wird von einer 8-Gang-Kettenschaltung an das Hinterrad übertragen. Der Bosch Active Line Plus ist ein Bosch-Motor der dritten Generation. Was alle Motoren der dritten Generation auszeichnet, ist, dass sie besonders laufruhig sind und fast komplett leise. Beim Solero E8 kann man aus zwei Akkuvarianten wählen. Wir haben einmal die 400 Wattstunden Variante und dann kann man, wenn man etwas größere Reichweiten braucht oder einfach den Komfort genießen möchte, nicht so häufig nachladen zu müssen, auch die 500 Wattstunden Variante wählen. Bei diesem Rad haben wir einen Wave-Rahmen, der einen sehr komfortablen Einstieg bietet. Sehr komfortabel ist auch der breite Sattel mit Federelementen. Wir haben Griffe mit einer leichten Handauflage, um das Handgelenk zu unterstützen und kombinieren das Ganze mit dem Sicherheitsfeature der hydraulischen Scheibenbremse. Gerade bei Dunkelheit ist natürlich die perfekte Ausleuchtung des Radweges sehr wichtig. Dafür haben wir beim Solero E8 vorne und hinten eine LED-Beleuchtung verbaut und des Weiteren haben wir hier Supero Optimal Safe Reifen mit dem Pannenschutz Level 5 verbaut, um optimal gegen platte Reifen gewappnet zu sein. Optionales Zubehör ist das Sicherheitspaket von Pegasus. In dem Paket enthalten ist einmal das hier bereits montierte Schloss sowie eine Einsteckkette, die es ermöglicht, das Fahrrad auch an Objekten wie einer Laterne festzuschließen. Das kann ganz einfach hier eingesteckt werden. Wenn ich mich für das Pegasus Sicherheitspaket entscheide, habe ich immer den Vorteil, dass sowohl der Akku als auch das Rahmenschloss mit dem gleichen Schlüssel bedient werden können. In den ohnehin sehr eleganten Rahmen integriert sich der angeschweißte Gepäckträger in Rahmenfarbe natürlich sehr gut. Der Gepäckträger ist voll iRack systemkompatibel und hat auf beiden Seiten Aufnahmen für Packtaschen. Während der Fahrt bietet natürlich die Federgabel viel Komfort. Auch die Pedale sind gummiert und bieten so einen sehr guten Schutz. Und die ganze Sitzposition ist sehr aufrecht. Ich könnte mir jetzt auch noch den Vorbau in Höhe und Winkel so einstellen, dass auch ich diese Rahmenhöhe fahren könnte, wobei ich jemandem ab 1,80 Meter eigentlich die Rahmenhöhe L empfehlen würde. Wir sehen hier eine Rahmenhöhe M und wer kleiner als 1,70 Meter ist, sollte sich für die Rahmenhöhe S entscheiden.